Über 60 Jahre habe ich die Begebenheiten, von denen ich gleich erzählen werde, verdrängt. Lassen Sie sich Zeit. Reden Sie nur, wenn Sie auch dazu bereit sind. Die schmächtige Gestalt der Psychologin hebt sich wie ein Schattenriss vor dem durch grelles Sonnenlicht erhellten Quadrat des Fensters ab. Wir sind nicht in Eile. Der alte Mann nickt und senkt den Kopf, lässt ihn auf seine Brust fallen, als besitze er schon jetzt nicht mehr genügend Kraft für das, was vor ihm liegt. Meistens schaffte ich es, mich nur an die schönen Zeiten meiner Kindheit zu erinnern, murmelt er in seinen grauen Bart. Die Erinnerung an die Nacht, die mein Leben und auch das meiner Schwester auf so gravierende Weise veränderte, versteckt sich hartnäckig in meinem Kopf. Doch sie versucht immer wieder hervorzubrechen. Ich kann sie tagsüber oft erfolgreich verbannen, doch in der Nacht überfällt sie mich in meinen Träumen. Die Psychologin steht immer noch am Fenster, sieht gedankenverloren hinaus und betrachtet die gegenüberliegende Parkanlage. Ich verstehe, sagt sie nur, und wartet geduldig, bis der alte Mann weiterspricht. Es ist so verdammt schwer, einen Anfang zu finden, haucht dieser und unterdrückt ein Schluchzen. Die zitternden Finger seiner rechten Hand fahren sich nervös durch den gepflegten Vollbart. Es bereitet mir Unbehagen, in die Vergangenheit des Jahres 1956 zurückzukehren. Seine Stimme klingt weinerlich, wie die eines Kindes, als habe er sich in sein jüngeres Ich, in den achtjährigen Benjamin, zurückverwandelt, von dem er erzählen will. Die Psychologin richtet ihre Aufmerksamkeit auf den Patienten, lächelt besorgt und nimmt ihm gegenüber auf einem bequemen Ledersessel Platz. Beginnen Sie einfach, flüstert sie und greift nach den Fingern seiner linken Hand, die nervös einen Rhythmus auf seinen Oberschenkel trommeln. Der alte Mann hebt seinen Blick und die Frau registriert Tränen auf seinen Wangen. Ich bin mittlerweile 69 Jahre alt und mein Gewissen fordert Ruhe, beginnt er. Ich möchte meinen Eltern vergeben, ihnen Absolution erteilen. Sie sind beide tot. Er hält inne, macht sich diese unwiderrufliche Tatsache bewusst und fährt schließlich mit seiner Erzählung fort. Fast 6 Jahrzehnte lang plagen mich nun schon die Ereignisse meiner Kindheit. Sie bescheren mir immer noch schreckliche Träume. Als mein Vater meine 4 Jahre ältere Schwester und mich misshandelte, sah meine Mutter tatenlos zu. Tammy und ich befanden uns eine endlos lange Zeit in einem zur Realität gewordenen Albtraum, bis wir eines Tages beschlossen zu flüchten. Er schließt die Augen und presst seine Lippen fest aufeinander. In diese Traumwelt, von der Sie erzählten? Wir lebten in dieser Traumwelt, flüstert er und nickt. Sie war für uns mehr Realität als die kalte Wirklichkeit. Dort gab es keine Schmerzen, zumindest am Anfang. Aber wir wollten auch im realen Leben weg. Wir hofften immer, dass Lydia, unsere große Schwester, uns dabei helfen könnte. Sie war unsere ältere Schwester und damals schon 22 Jahre alt. Lydia wohnte nicht mehr im Elternhaus und bemerkte die Tragödie erst, als es schon zu spät war.